herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute ist Halloween, wenn ich es geschafft habe, das Video rechtzeitig zu schneiden. Jedenfalls ist es Zeit für etwas Gruseliges. Vielleicht kennt manche von euch Reddit. Für alle, die Reddit nicht kennen, kurze Beschreibung. Reddit ist eine Webseite, auf der Nutzer Inhalte teilen können, wie zum Beispiel Texte. Und andere Nutzer können diese dann bewerten und kommentieren. Jedenfalls gibt es Themenbereiche und einer davon ist der Subreddit Let's Not Meet, also lass uns nicht treffen, bei dem es darum geht, dass Nutzer über Situationen erzählen, die sie erlebt haben, die halt ziemlich creepy waren und wo sie am liebsten die beteiligten Personen nicht wieder treffen würden. Es gibt also ziemlich gruselige Geschichten, die halt wirklich passiert sind und ich will gerne von einer erzählen, die ich gelesen habe. So, erstmal nett, dass die Erklärung so lange braucht. Gleich geht's mit dem richtigen Video los, aber ich habe noch kurz was zu sagen. Es gibt einen französischen YouTuber, der das macht, was ich in diesem Video machen möchte. Und zwar Geschichten von dieser Plattform erzählen und auch mit Beispielbildern und so illustrieren. Es ist also nicht meine Idee, es ist komplett inspiriert oder übernommen von ihm. Aber ich finde die Idee cool und ich gucke mir die Videos gerne an, deshalb will ich das auch gerne machen. Jedenfalls, wenn es irgendjemand interessiert, es wird in der Beschreibung einen Link zu einem seiner Videos geben. So, jetzt kannst du losgehen. Stimmung bitte. Bei der Geschichte geht es um Henry. Der heißt nicht wirklich so, aber egal. Henry war mit seinen Kollegen für die Arbeit unterwegs und sie übernachteten im Hotel. Einen Abend laufen Henry und seine Kollegin Rebecca zu ihren jeweiligen Hotelzimmern, die nebeneinander sind. Henry macht seine Tür auf und sieht, dass jemand in seinem Badezimmer steht. Hallo, sagt Henry, bekommt jedoch keine Antwort. Das erste, was Henry in dem Moment denkt, ist, dass es bestimmt eine Putzfrau des Hotels ist. Das Problem ist, dass er dann sieht, dass sie seine Tasche und seine Klamotten in der Hand hat. Daraufhin sagt Henry zu seiner Kollegin Rebecca, die noch daneben ist, dass eine Frau in seinem Zimmer ist und fragt dann der Frau, was machen sie mit meinen Sachen? Ab da weiß Henry nicht mehr genau, was sie sich sagen, aber die Frau erzählt irgendwas davon, dass sie noch einen funktionierenden Schlüssel hatte und sie so reinkommen konnte. Henry ist ziemlich verwirrt. Die Frau lässt seine Sachen fallen und geht mit ihrer Handtasche und einer Plastiktüte aus dem Zimmer. Henry kommt wieder ein bisschen zu sich und denkt, dass vielleicht in der Plastiktüte Sachen von ihm sein können. Also fragt er, was in der Tüte ist. Daraufhin antwortet die Frau, es sind nur meine Sachen, ich zeig's dir. Henry guckt und sieht nicht, was ihm gehört. Er ist ziemlich unter Schock und lässt die Frau gehen. Seine Kollegin Rebecca kam übrigens dazu und hat alles mitgesehen. Henry geht in sein Zimmer rein und sieht, dass alles durchgewühlt wurde. Er guckt, ob ihm irgendwas geklaut wurde und sieht, dass seine elektronischen Geräte und seine Papiere noch da sind. Deshalb ist er beruhigt. Doch dann sieht er, dass seine Medikamente fehlen und Henry braucht seine Medikamente. Panisch rennt er also raus, um die Frau zu finden. Bleibt dabei erfolglos. Er geht also mit seiner Kollegin zur Rezeption, sie erzählen, was passiert ist und benachrichtigen die Polizei. Während die Polizei auf dem Weg ist, gehen sie in Henrys Zimmer warten und er sieht, dass die Frau sein Bett was liegen lassen hat. Und zwar ein Metall-Baseballschläger mit einer Taschenlampe dran. Die Polizei kommt an, lassen sich erzählen, was passiert ist und gucken sich das Zimmer an. Insbesondere würden sie gerne rausfinden, wie die Frau reinkam. Also gucken sie sich die Fenster und die Tür an. Doch nichts sieht beschädigt aus. Henry findet kleine trockene Wandstücke im Waschbecken. Doch niemand weiß, woher das kommt. Vielleicht sind die von der Decke gefallen oder irgendwie sowas. Die Polizisten finden sonst nichts und denken also, dass die Frau noch einen funktionierenden Schlüssel oder so hatte und sie halt so reinkam. Wobei die Hotelmitarbeiter sich sicher sind, dass es nicht sein kann. Jedenfalls kann die Polizei nichts mehr machen und sie gehen also wieder, wobei sie noch in der Umgebung gucken wollen, ob sie die Frau noch finden. Henry ist in seinem Zimmer in Gedanken natürlich noch beschäftigt mit dem, was ihm gerade passiert ist. Er ruft Freunde und Familie an, um denen zu erzählen, was er gerade erlebt hat. Und plötzlich denkt er wieder an diese Wandstücke im Waschbecken. Er geht ins Badezimmer, guckt sich nochmal die Wandstücke an, guckt nach vorne, wo ein Spiegel hängt. Und plötzlich weiß er, woher die Frau kam. Er hängt den Spiegel ab und findet dahinter ein Loch in der Wand. Er hat sogar ein Foto davon auf Reddit hochgeladen. Alter, das ist so creepy. Das Loch ist gerade groß genug, damit eine Person durchpasst. Henry kann sehen, dass die Polizeiautos noch auf dem Hotelparkplatz sind. Also rennt er runter, holt die Polizisten und alle gehen wieder in sein Badezimmer. Und in dem Loch finden sie Kissen, Decken, Klamotten, Zigaretten, eine Zahnbürste. Die Frau hat in der Wand hinter dem Spiegel gelebt, zwischen Henrys Zimmer und des Nachbars Zimmer. Henry schreibt, dass in der Wand zwischen beide Zimmer ca. 60 cm Platz sind. Sie hatte Zugang zu Henrys Zimmer, aber auch andere Zimmer und immer als die Leute weg waren oder sie geschlafen haben, wer weiß, konnte sie halt reingehen und machen, was sie wollte, die Dusche nutzen, auf dem Bett springen. Medikamente klauen. Henry erzählt noch, dass es gar nicht unwahrscheinlich ist, dass sie länger in der Wand lebte, da er bei früheren Reisen schon Zigarettengeruch wahrgenommen hatte. Ja, das war's mit dieser Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Stellt euch vor, ihr geht in eurem Badezimmer und seht einfach, wie ein Fuß hinter dem Spiegel verschwindet. Ist kein sehr schöner Gedanke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne liken, kommentieren, teilen, meinen Kanal abonnieren. Habt einen schönen Halloween. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!